Und schreiben mit anderen Frauen? Nein, warum willst du mit anderen schreiben? Bleibst du ein Botsch mal nach vorne? Nein! Herzlich willkommen zu Date of Fake. Hier treffen zwei fremde Personen aufeinander und lernen sich näher kennen. Das Ganze wird mit einem zauberhaften Essen von Zeddo persönlich begleitet. Im Spiel um die Silbermünzen zeigt sich schnell der wahre Charakter vieler Teilnehmer, der im Anschluss bei der Entscheidung auch schon getestet wird. Wählen Sie heute die Liebe oder das große Geld. Hi, was geht ab? Was geht ab? Ich bin Kelvin, ich bin 32 Jahre alt, ich komme aus Aachen und man kennt mich ja eher aus der Reality-Welt, ne? Ich gucke so ein bisschen, dass ich in meiner Freizeit mittlerweile alles ein bisschen ruhiger gestalte, ne? Und nicht mehr so oft in meiner Freizeit auch noch Party machen gehen, weil das mache ich ja schon jedes Wochenende, weißt du, in den Clubs, wenn ich da Bookings habe und so. Ey, ich bin bei euch einfach, weil ich dachte, cooles Projekt, mal was Aufregendes, was Neues. Ich bin ja eh Single auch so, ne? Und bin da immer auch offen, wen kennenzulernen. Ich könnte mir vorstellen, aktuell auf was Festes mal einzugehen, ne? Ich war jetzt echt lange Single so, ne? Ich habe mir auch die Hörner sowas von abgestoßen. Ey, du, ich sag immer, ne? Sag niemals nie, klar kann es sein, dass ich mich heute verliebe. So. Ich glaube, ich brauche eine Frau mit Temperament, auf jeden Fall. Ich brauche eine mit Feuer, ich brauche eine, die weiß, was abgeht. Ich bin Peyton, ich bin 24 Jahre alt und ich komme aus Mannheim. Ich bin hauptberuflich Influencerin. Ja, also das Ding ist, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich auf der Suche nach einem Partner bin. Ich bin immer so, hoffe immer, dass wenn ich meinen zukünftigen Partner finde, dass irgendwie sowas Unerwartetes, Spontanes ist, wo ich vielleicht jetzt gar nicht mit gerechnet habe. Mein Partner sollte auf jeden Fall loyal sein. Das ist sehr, sehr wichtig. Also wenn er aussehen würde wie Chris Brown, würde ich ihn nehmen. You'd be surprised how many lies I crossed. How many lies I crossed for love. Wir haben heute ein super spannendes Date am Start, wie ihr wahrscheinlich sehen könnt hier neben mir. Natürlich bestimmen wir wie immer als allererstes einmal den Silberpreis. Der Silberpreis. Bevor das Date losgeht, dürfen beide Teilnehmer am Rad drehen, um so ihren persönlichen Silberpreis zu bestimmen. Im Laufe des Dates werden sie die Silbermünzen verdienen können. Entscheiden Sie sich gegen ein zweites Date mit der anderen Person, können Sie den Wert Ihrer Münzen in Euro mit nach Hause nehmen. Einmal festdrehen. Okay, okay, wir wissen Bescheid. Der Herr darf einmal. Ja. Okay, okay, okay. Die Kerzen brennen, liebe Freunde. Das Date kann sofort beginnen. Ich würde sagen, ich verpiesel mich in die Küche. Ich bin einfach so, wie ich bin und entweder ist sie überzeugt oder nicht, weißt du? Nee, ich hatte auf jeden Fall noch nie ein Blind Date. Ich bin mal gespannt, wie das wird, weil ich weiß ja nicht, wer da mir gleich gegenüber sitzt. Hi. Hallo. Wie geht's? Gut, und ihr? Kelvin, hi. Peyton, hallo. Wie heißt du? Peyton. Peyton? Mhm. Ist das Englisch? Ja. Ach so, okay. Ja, was geht? Woher kommst du? Aus Mannheim. Du? Aus Mannheim. Mhm. Ich komme aus Aachen, ist gar nicht so weit weg von Köln. Wie weit ist das weg von hier? Eine Stunde. Ja, okay, das geht. Wie lange bist du gefahren? So anderthalb. Ja? Ja. Und du warst mir jetzt kein Begriff oder so, bist du bekannt wahrscheinlich, ne? Ich mache ein bisschen Social Media. Was denn so? So Instagram, TikTok. Ja? Ich habe einen Podcast und YouTube. Okay. Ja, so was, alles. Was machst du in deinem Podcast? Ich habe einen Podcast mit meiner Schwester zusammen und wir machen so Girl-Stories mäßig. Okay. Ja. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Küche. Heute wird es käsig, denn wir haben heute einige verschiedene französische Käsesorten am Start. Wie ihr wahrscheinlich hier sehen könnt, liebe Freunde, ich kann euch mal ein, zwei Sorten vorlesen. Hier haben wir den Comté Réserve Jura. Dann haben wir hier den Sainte-Claire Fermier, 6 Monate gereift Auvergne. Ne? Hier haben wir den Fommel d'Amer Avergemeure. Ich weiß, liebe Freunde, ich habe tatsächlich kein Französisch gewählt. Aber liebe Freunde, ich erzähle euch mal, was es zum Essen gibt. Und zwar seht ihr das hier rechts eingeblendet. Leckere Burger, einmal mit Cheese, selbst gefrittiert. Und einmal einen Cheeseburger, alles in Miniform mit Gurkensalat und leckeren Kartoffelecken. Okay, magst du Käse? Ja. Why not? Magst du Käse? Ja, ich liebe Käse. Ja, dann fangen wir an zu essen. Ne? Was machst du so? Ich mach Fernsehen. Ja. Ja. Hast du schon mal was gesehen von mir? Ja. Was denn? Boah, warte. Wo hast du mitgemacht? Also ich... Temptation Island. Das war's. Ich glaube, das war's. Nee, und wo hast du noch mitgemacht? Are You The One? Du hast überall mitgemacht. Ich weiß so, dass du bei vielen Sachen warst, aber... Ja, Temptation, Aito, jetzt zuletzt Kampf der Reality Stars. Das habe ich nicht geguckt. Ja, das da habe ich mitgemacht. War gut? Ja, gewonnen. Ja? Mhm. Also das heißt so Fernseh ist dein Hauptjob, oder wie? Ja, Fernseh und ich mache auch Musik viel, ne?
Ich trete viel in Diskotheken auf, mittlerweile auch auf Festivals und so. Auf was für Festivals? Das sind eigentlich, sind das eher so Ballermann-Partys. Das sind so Ballermann. Voll mein Ding. Magst du? Nein. Was hörst denn du für Mucke? Ich weiß nicht, ich hätte eher gesagt so Hip-Hop. Ja, gut, habe ich auch immer gehört, ne? Aber ich mache ja auch jetzt nicht selber so Ballermann-Mucke. Ich rappe dann auch eher noch so. Ich komme eigentlich aus der Rap-Ecke so. Willst du mal was vorrappen? Soll ich das? Ja. Freshness, Digga, meine Ketten sind zu schwer. Ich kann nicht mehr gerade gehen, aber will immer noch mehr. Will eine Villa voller Buddies, jede Pulle mache ich leer. Es gibt nur einen Weg, yeah, Road to Millionär. Ist das dein Song? Ja. Okay. auch wenn ich in dem Moment gelacht habe, weil ich fand den Text so lustig. Aber ich muss sagen, ich finde es krass, dass er sich's getraut hat, weil ich hätte mich nicht getraut. Darauf willst du erstmal Käse essen? Ja, erst ehrlich. Ja. Aber er schmeckt geil. Ja, ist lecker. Probier. Korrekt aber, dass er hier einfach auf locker was vorrappt, ne? Würde nicht jeder machen. Der lange, der da runterhängt. Warte. Ja, okay. Warte, probier ich auch mal. Ja, okay. Kann man echt machen. Wie alt bist du? Ich bin 32 und du? 24. Liebe Freunde, ich glaube, zum Käse braucht man was zu trinken. Ich gehe mal einmal reinfragen. Also Geschwister? Mhm. Eine Schwester? Mhm. Nur eine? Mhm. Jünger oder älter? Jünger, 20. Ja? Mhm. Ich habe auch einen jüngeren Bruder. Ja? Mhm. Welch der? Was geht? Wie alt ist er denn? Der wird jetzt 30. Wie alt bist du? 32. Schon ein gestandener Mann. Ja, ich habe ein bisschen Angst vor den 30ern, bin ich ehrlich. Aber hat sich nicht viel verändert, oder? 30, dann geht das Leben erst richtig los. Ja? Geil. Ich darf euch natürlich fragen, was ihr gerne zu trinken haben wollt. Ich nehme auch mal eure Masken mit. Habt ihr euch die Karte schon angeschaut? Nee. Könnt ihr einmal kurz reinschauen. Ayran ist heute im Sonderangebot tatsächlich. Ich bin nicht so eine. Wo steht das? Oh. Trinkst du mit Alkohol oder ohne? Ohne. Ich hätte jetzt einen mitgenommen, aber... Ja, dann mach. Mach ruhig, ich brauche ja was zu tun in der Küche. Dann mach mir mal bitte... Alles oder nichts? Ach so, alles oder nichts ist halt, da ist wirklich alles drin, ne? Ja, dann gib mir alles oder nichts. Okay, was willst du? Eine Apfelschorle, bitte. Apfelschorle, okay. Ja. Bringe ich euch sofort. Danke. Trinkst du Alkohol? Ja, aber nicht so oft. Ne? Nee, nicht so mein Ding. Gut so. Trinkst du viel Alkohol? Nee. Also unter der Woche eigentlich gar nicht. Ja. Statt jetzt heute kommen, einer geht schon. Ja. Entspannt. Ja. Aber sonst auch nur am Wochenende, wenn. Mhm. Also so, man kann mal was trinken, das ist kein Problem. Aber wenn man jetzt so ein richtiger Säufer ist, ist man bei mir an der falschen Adresse. Aber seit wann machst du das jetzt? Boah, schon lange. Meine erste Temptation Show war... Aber warst du als Verführer da oder warst du als, wie nennt man das Paar. Andere? Ja. Pärchen. Du warst als Pärchen da? Zweimal. Oh, das wusste ich nicht. Ja, zweimal. Bist du fremdgegangen? Ja, geht. Also, das geht. Einige sagen, ja, ist schon Fremdgehen, andere sagen, nö. In beiden Shows? Ah, doch, ja, in beiden Shows. Ja, doch, einmal schon. Aber, ja. Also, das heißt, du bist einmal fremdgegangen und einmal weißt du nicht, ob du fremdgegangen bist? Einmal war so auf der Dings. Ja, auf der. Aha. Auf der Kippe so ein bisschen? Auf der Kippe, ja. Okay. Cheaten, also betrügen, so ein No-Go ist, und das war gefühlt sein dritter Satz. Und auch nicht nur einmal, sondern mehrmals und dann auch noch im Fernsehen. Das ist irgendwie halt für mich direkt so... Dass man das nicht will, verstehe ich schon. Ne? Also das ist schon total in Ordnung. Das sehe ich auch so. Wie alt warst du da? Das ist ja 5 Jahre her jetzt, ne? 2019 war es. Glaube ich, mein erstes Temptation war 2019. Und ich kam dann halt, weil ich so verrückt war, von Temptation Island Staffel, kam direkt die erste Temptation VIP Staffel. Mhm. Und da haben die mich einfach da mitgenommen. Ja, und da war ich dann nochmal direkt. Und das heißt, du warst mit zwei verschiedenen Frauen? Ja. Ich war bei der ersten Temptation Island, dann habe ich ja eine Verführerin kennengelernt. Mit der war ich dann zusammen und bin mit der zu Temptation VIP gegangen, ja. Ach du Scheiße. Ja. Okay. Das war, ja, so war das. Also du sagst, du bist so ein richtig Treuer. Ich bin mittlerweile, habe ich mich verändert, ne? Na klar. Mit den Jahren dann? Mit den Jahren, ja klar. Also ich hätte damals, habe ich auch einfach dann so eine Freundin gehabt, so war mir egal, ne? Und das, also, ne? Und habe das dann einfach gar nicht so ernst genommen. Mhm. Das mache ich natürlich nicht mehr so. Ich gehe jetzt gar keine Beziehung mehr ein, wenn ich wüsste, ey, das ist was Vernünftiges ist oder so, weißt du? Bei dem Alles oder Nichts, liebe Freunde, machen wir das mal ein bisschen anders. Ich zeige euch nicht, was ich alles reinmache. Ihr werdet an seiner Reaktion einfach erkennen, was alles drin ist. Ja, wie viele Beziehungen hattest du schon? Richtige? Ja. 3, würde ich sagen. Mit den Temptation-Beziehungen? Ja, eine kannst du so mit dazu zählen, ja. Die erste. Die andere war auch wenig, 2-3 Monate oder so. Aber meine längste war meine erste so über 1,5 Jahre. Und bei dir? Okay. Ja, ich hatte 2 Beziehungen. Wie lange waren die? 3 Jahre und 1,5. Boah, aber ja. Okay, du bist auf 24. Ja. Ja, und welche war zuerst, die 3 oder die 1? Erst die 3. Ja? Ja. Ja, krass.
Und warum? Auseinandergegangen? Long story. Ach so, gibt's keinen Grund? Doch, gibt schon ein paar Gründe, aber... Ja, versuch mal in einem Satz. Es hat nicht so gepasst. Ja, okay, und sie waren alle nicht so ehrlich. So. Ja, okay. Ja. Der Klassiker. Ja. Bist du bereit für was offen? Also was Neues wieder? Ja, why not? Na klar. Ja. Wie lange bist du ein Single? Anderthalb Jahre ungefähr. Du? Schon länger. Ja? Noch gerade 3 Jahre. Jetzt bist du so älter geworden, reifer. Genau. Und jetzt, ja, genau. Okay. Ich verstehe. Das klingt jetzt aber ironisch von dir so, ja, reifer. Nein, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Das sieht aber geil aus. Ich muss sagen, da ist jetzt wirklich alles oder nichts drin, ne? Geil. Also, ich würde gern dabei sein, wenn du probierst. Weiß mal, cheers. Cheers. Boah, Alter. Alter. Boah. Das ist aber schon. Ist nicht lecker? Probier. Nee, danke. Also ist. Nee, passt. Also ist wirklich alles oder nichts, hä? Hey. Aber auch so nett gemacht mit so Kirschen drin, Erdbeeren. Ja, Seto hat sich Mühe gegeben. Wir machen eine Mini-Burger-Kreation. Einmal Laugen, einmal normal. Als allererstes, liebe Freunde, probieren wir etwas Geiles. Dafür brauchen wir dieses schöne Exemplar. Und zwar Brie de Meurs Fermier Ile de France. Also Brie-Käse. Da machen wir jetzt so runde Patties draus, sag ich jetzt mal. Geil. Hat super geklappt. Dann einmal schön in Mehl. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Das lief ja. Das ist so geil geworden, Mann. Ich bin so froh. Im Bestfall reicht uns das schon. Dann machen wir jetzt nämlich noch 2 Fleischpatties dazu. Ist das dein Hauptjob auch in Insta? Ja, seit 3 Jahren. Ja? Ja. Und du verdienst dann gerne mit den Kooperationen wahrscheinlich, nämlich schon. Richtig. Ja, kenne ich. Habe ja auch ein paar. Machst du auch Kooperationen? Ja. Ich habe sogar richtig geile. Ja? Ja. Kennst du Salitos Bier? Wir brauchen nicht viel Fleisch, weil es sind ja Mini-Burger. Also 2 kleine Patties, bisschen mit Salz, Pfeffer und schön zermanschen, liebe Freunde. Ansonsten mal gucken, ich weiß nicht, ich habe genug Fernsehen dieses Jahr gemacht. Ich will wieder weiter Musik machen. Lieber Musik? Mhm. Macht mehr Spaß als Fernsehen? Mhm. Ja, ich auch so mehrmals, ich habe früher schon Musik gemacht und deswegen habe ich jetzt auch, ich sag mal, da hatte ich schon immer Bock drauf. Ja. Das Fernsehen war nur so Zufall, weißt du? Aber wie bist du dazu gekommen? Also warum hast du gesagt, du willst jetzt bei Temptation Island mitmachen? Das war meine Ex-Freundin. Sie wollte dahin? Mhm. Echt? Ich wusste gar nicht richtig. Guck mal, jetzt ist Temptation bekannt. Mhm. Jetzt weißt du, was da abgeht. Ja. Damals, ich wusste gar nicht, was das ist. Nein? Nee. Die haben mir gesagt, boah, geil und keine Ahnung, du bist da in einer Villa mit 12 Mädels und Urlaub und Sonne, bla, du kriegst alles umsonst. Jeden Tag könnt ihr Party machen, so. Mhm. Da dachte ich schon, geil, boah, bin ich dabei. Und ich kam da rein und hab direkt Vollgas gegeben. Ich wusste nicht mal, wo die Kameras hängen und so. Ja, die sind ja nicht so auffällig, ne? Ja, nee, ja, damals, nee, war das. Hier haben wir eine gute Hitze erreicht, liebe Freunde. Heißt, wir fangen mal mit dem hier an. Es kann nur schief gehen. Oh, das lief gut. Und jetzt brauchen wir schnell leckeren Käse, liebe Freunde. Und zwar nehmen wir den Comme Revrese Jura. Und du, würdest du reingehen? Nein, auf gar keinen Fall. Ne? Gar keinen Fall. Mhm. Aus welchem Grund? Nee. Bist du ein eifersüchtiger Typ? Ja, vielleicht schon. Ja, doch schon. Ja? Ja, das Ding ist halt... Guckst du auf Handy so heimlich, wenn einer deine Frau nein, das würde ich nicht machen. Okay. Das würde ich nicht machen. Aber so an sich, da ich nicht so gute Erfahrungen gemacht habe, bin ich... Ich weiß nicht, ob ich jetzt bei einer neuen Person eifersüchtig wäre. Aber ich war halt mal eifersüchtig, weil gewisse Dinge vorgefallen sind. So. Ja. Und deswegen kann ich jetzt nicht einschätzen, wie ich im Allgemeinen bin, weil eigentlich bin ich sehr entspannt. Mhm. Aber wenn halt mein Vertrauen einmal so missbraucht worden ist mäßig, checkst du, mhm, dann ist es halt so, ich glaube, dann kann man halt nur eifersüchtig sein, weißt du, weil dann vertraust du nicht mehr so richtig. Ja, klar, logisch. Der Käse ist 1A geschmolzen. Wir haben ein Mini-Patty. Ich habe zum Glück noch etwas vorbereitet. Lecker Gurkensalat. Der hat jetzt schön gezogen, der muss nämlich eine Stunde ziehen. Rein da mit unseren 2 Bries. Die müssen jetzt schön perfekt werden, liebe Freunde. Aber so zum Beispiel, für mich wäre es schon too much, wenn eine Frau meinem Typen Lapdance geben würde. Echt? Ja, okay. Wie echt? Das ist so Standard bei Temptation, ne? Ja, aber du hast eigentlich raus. Recht. Du hast eigentlich recht, ja. Weil im normalen Leben ist das ja auch nicht normal. Das stimmt. Warum soll es dann bei Temptation normal sein? Ja, und wenn weißt das so ein Flaschendrehen-Ding ist, so? Nee, Pech.
Pech. Ja, krass. Wollte mich auch mit meinen Witzen so ein bisschen zurückhalten, weil ich dachte, die denkt dann, was ist das denn für einer so, weißt du? So ein bisschen verhalten einfach. Deswegen, ich muss ein bisschen aufpassen, weißt du? Ich muss ein bisschen aufpassen mit meinen Sprüchen und so in dem Fall. Hey, würdest du das jetzt nicht schlimm finden, wenn deine Freundin einem anderen Typen so einen Lapdance geben würde und so den Arsch ins Gesicht strecken würde und keine Ahnung? Ja, scheiße, mag ich nicht. Ja, guck. Ja. So, also darf der Typ das ja logischerweise auch nicht machen. Da hast du eigentlich recht. Ja. Ja, richtig, eigentlich schon. Ja, ne, und deswegen, also keine Ahnung, finde ich bei Temptation eigentlich fast alles schlimm. Und schreiben mit anderen Frauen? Nein, warum willst du mit anderen schreiben? Ich frage ja nur. Nein, schreiben. Also außer es sind jetzt so weibliche Freundinnen, weil ich habe auch männliche Freunde. So, das ist ja was anderes, weil man ist ja befreundet, aber so. Ja, aber männliche Freunde ist auch mal kritisch. Ja, aber ich bin mit denen schon wirklich seit dem Kindergarten und so. Ja? Ja. Ja, okay. Weil viele deswegen sind auch so, ne, das sind dann so, die machen immer auf männliche Freunde stehen, aber so, so lange nee, auf so Leute habe ich nicht. So Leute Aber manche Frauen checken das auch nicht, ne? Ja, aber fast alle meine männlichen Freunde, also ich hätte gesagt, 95% sind sogar in der Beziehung. Ah, okay. Und meistens chill ich dann nicht nur mit denen, sondern auch noch mit der Freundin, weißt du? Hm. So, also eigentlich ja, wirklich entspannt. Hm. Aber das ist was anderes. Aber so, warum solltest du sonst mit einer anderen weiblichen Person schreiben? Weißt du? Zweimal hintereinander verbrannt, ist so cringe, Leute. Hab's gerade selber gemerkt. Wenn das mal kein Patty ist, dann weiß ich auch nicht. Mhm, mhm. Ebola, Ebola. Heiß und fettig trifft hier eine komplett neue Bedeutung. Ey, weißt du, wenn du mich jetzt ein bisschen erinnerst auf dich, das weiß ich auch. Du, kennst du dieses Agade geht Haktür Spinnen. Kennst du die? Ein bisschen nee, so? Siehst du aus? Du musst kennst mir gleich mal ein Video von Agade geht Haktür Spinnen that thing. Kennst du nicht? Nein. Was so voll viral gegangen ist in nee, Amerika? Das ist halt in Amerika ist es halt richtig durch die Decke gegangen. Ja? Dieser Meme. Mhm. Voll extrem. Es gibt da Remixe von, die wurden die größten Dinger eingeladen und so. Ja? Ja, ja. Oh, er hat schon ein bisschen recht, ich sage ehrlich. Hä, aber wie sieht weißt, die aus? Diese hübsche, also mach dir keine Sorgen. Okay, es ist ja, übrigens ist sehr geil gewesen. Ja, weil du kriegst jetzt noch ein Stückchen mehr. Ich krieg aber nicht, Alter, das ist ja pure Dings. Warte, die Dame zuerst. Danke. Wir haben ein bisschen sehr knusprige Kartoffeln, das habe ich mit Liebe gemacht. Dann einen Cheeseburger und einen Mini-Camembert-Burger mit einem bisschen Gurkensalat. Sieht ne, lecker aus. Dankeschön. Freut mich. Guten Appetit. Bist du Deutsche komplett? Mhm. Ja. Du? Meine Mutter kommt aus Polen. Mhm, okay. Mannheim. Kannst du Polnisch? Mhm. Okay. Oh, ich weiß nicht, Mann. Also es ist schwer, bei ihr auf so eine Flirt-Ebene zu kommen oder so, ne? Ich hatte das Gefühl, es war auch ein bisschen angespannt, ne? Ich hatte schon gesagt, dass wir uns eigentlich gut verstanden haben. Also er war sympathisch, er war mega lustig. Ich weiß jetzt nicht, ob wir in allen Sachen so auf einer Wellenlänge wären, aber er ist ein sehr sympathischer Mensch. Aber das Essen ist lecker. In Köln? Ne, ja. Kann ich eine Serviette haben? Ach nein, wenn da das Zeug vom Burger runterläuft und so, das passiert, da kannst du. Mann, das ist doch menschlich. Sorry, Leute, wie unaufmerksam von mir. Wir haben leider keine Serviette. Esst ihr beide was mit den Fingern? Nee, ja, also nur den Burger. Hast du auch einen Sprudel vielleicht noch? Natürlich, du musst nur fragen. Also alles, ja, ich würde noch einen Sprudel bitte nehmen. Aber schmeckt der? Mm, geht so. Ich bring dir noch einen Sprudel. Der schmeckt einfach stark. Ich bring dir noch einen. Willst du auch noch was, Peyton? Mm-mm, danke. So Leute, wir haben ein bisschen Zeit gewonnen. Die beiden sind jetzt am Essen. Ich habe mir aber heute was überlegt. Ich möchte was ausprobieren. Und zwar einen Zauberwürfel als Nachtisch. Mit Birne, Käse und Kuchen. Ihr könnt euch jetzt noch nichts drunter vorstellen, aber ich blende euch hier schon mal das Rezept ein. Dafür benutzen wir Forme de Amber Auvergne. Auch ein europäischer Milchkäse. Let's go. Was? Ich habe ein bisschen Einsätze von diesem Teil. Trink Wasser. Mach ich ja. Mhm. Ich hätte jetzt gerne noch Ketchup gehabt eigentlich. Ja, sag doch. Denkst du, Sarah, du hast Ketchup? Ja, geh ich mal von raus. Habt ihr Ketchup? Irgendwas wollte ich noch sagen. Achso, was ist dein Lieblingsessen? Meins? Mhm. Döner. Ist dein Lieblingsessen? Ich glaube, ja. Würdest du so auf erstes Date dann so zum Döneressen einladen? Auf jeden Fall. Ist lecker, ne?
Magst du auch? Ja, Döner ist lecker. Ja? Mhm. Aber nicht einen normalen Döner, sondern ich würde richtig Spezialdöner. Weißt du, die besten Döner, die es gibt. Und das weißt ist du? Was? Muss ich dir zeigen. Döner-Date halt, ne? Und vor allem, als er dann auch gesagt hat, so, ja, sein Lieblingsessen ist Döner, da dachte ich mir so, beim ersten Date würde ich niemals einen Döner essen. Irgendwie finde ich das unangenehm, keine Ahnung. Ja, der Käse ist schon so perfekt geformt, da kann nichts schief gehen gleich. Was war eigentlich? Chillst du öfter mit deiner Mama? Ja. Gut. Ja. Ich Mama wohne sogar mit meiner Mama. Ja? Aha. Schon immer? Mhm. Also so in einer Wohnung dann? Wir haben Haus. Okay. Ja, und ich habe oben unterm Dach halt voll so, weißt du, eigenes Bad und so. Dann geht das. Okay. Aber hast du eine eigene Küche? Nee. Oder kocht Mama? Mama. Ja. Okay. Na klar. Also weil... Wäschst du ja auch deine Wäsche? Ja. Also so Hotel-Mama trotzdem? Ja, genau. Wolltest du irgendwie mal ausziehen? Nee, ich meine, ich habe... Ich hatte gar keinen Bock, alleine zu wohnen. Irgendwie das Aber hast du mal mit einer Freundin zusammen gewohnt oder irgendwas? Mm-mm. Also immer nur bei Mama? Ich habe immer... Ja. Okay. So gehen so. Ja, aber die letzten 2 Jahre war ich auch voll viel unterwegs und so. Ne? Das heißt, ich hätte gar keine Zeit gehabt, erstmal auszuziehen. Zweitens hätte es sich sowieso nicht gelohnt, weil... Weil du nie da warst. Weil ich fast nie da war. Mhm. Ne? Und das ist ja bescheuert dann. Ich meine, ich habe eine Eigentumswohnung, aber die vermiete ich halt einfach. Also da wohnst du nicht dran sozusagen. Nee, aber ich könnte halt, wenn ich will, ausziehen. Mhm. Ne? Aber es ist halt mehr Arbeit. Ja, ja. Weißt du? Mhm. Und das sehe ich dann... Macht gerade keinen Sinn. Wo wohnen deine Eltern? Also... Wir wohnen auch in einem Haus, aber alle separate Wohnungen sozusagen. Ach ja, auch geil. Ja, also schon alles separate Wohnungen mit Küche, Bad und keine Ahnung. Aber es sind ja, halt jeder hat eine eigene. Genau. Aber es sind in halt Mannheim. Vor Ort, aber ja. Weil ich möchte halt einen Mann haben, der eigenständig ist. Ich wasche eigenständig, ich habe halt so mein Ding, ich habe mein Business, ich habe meine Wohnung. Und dann erwarte ich das Gleiche, was ich habe auch von meinem Mann. Und deswegen finde ich das ein bisschen schwierig, wenn er noch zu Hause wohnt. Das ist am Wochenende geplant. Noch gar nichts. Ne? Frei? Ja, weil ich bin ja gerade so aus dem Urlaub gekommen. Wie weit ist Mainz von Mannheim? 30 Minuten. Mainz, 30 Minuten. 45 höchstens. Ich trete auf am Samstag in Mainz. Ja? Komm vorbei, wenn du Bock hast. Wo trittst du auf? Ich muss jetzt auf mein Handy gucken. Ja, egal, du kannst mir einfach später nochmal sagen. Ja. Aber magst du sowas? Also macht dir sowas Spaß, so auftreten? Ja, doch schon. Ja? Also wenn die Leute geil sind, ist halt mega geil. Also ich muss sagen, ich fand ihn wirklich sehr, sehr lustig und mega nett. Und hätte ich jetzt eine Freundin, die sagt, sie kommt mit, dann würde ich mir auch sein Konzert angucken, weil es würde mich schon interessieren, was er so macht an Musik, weil das wusste ich tatsächlich nicht. Aber was hast du vor Fernsehen gemacht, also bevor du ins Fernsehen gegangen bist? Ja, ich habe eine Ausbildung gemacht. Als was? Als IT-Systemkaufmann. Okay. Ja. Auch fertig? Ja, klar. Okay. Ja, ja. Und dann habe ich bei einem großen Telekommunikationsunternehmen war ich tätig. Okay, ja gut. Ding, 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 ding. Ja. Ja, und danach hast du Fernsehen angefangen und dann aufgehört damit. Ja, sozusagen. Halten wir kurz fest. Es ist so geworden, wie ich es wollte. Ich habe nur Angst, es anzufassen. Und ich habe Angst, dass es zusammenkracht, bis ich dort bin. Was hast du denn vor deiner Influencer-Geschichte gemacht? Schule halt und danach meine Ausbildung als Industriekauffrau. Ach so, Industriekauf. Okay. Ja. Ja. Und die habe ich dann verkürzt und als ich fertig war, da lief halt Social Media schon, habe ich dann halt mit Social Media weitergemacht und habe halt nicht nach der Ausbildung dort weitergearbeitet sozusagen. Ja. Leute, ich habe mir echt viel Mühe gegeben, aber ihr müsst teilen, okay? Was ist das? Das ist ein Käsewürfel. Hast du aber schön gemacht. Mit angebratener Birne und Kuchenstückchen drin. Also wenn man Brot. Nee, wenn du alles drei kombinierst, soll es gut schmecken. Ich habe mir auf jeden Fall Mühe gegeben und freue mich natürlich über positives Feedback und eine gute Bewertung auf TripAdvisor. Auf was? TripAdvisor. Und wie kommt's? Ich habe selber nicht probiert. Willst du probieren? Ich probiere es gleich mal in der Küche. Ich lasse euch wieder alleine. Blätter. Ich merke schon. Ohne mich lief das so ein bisschen flüssiger. Sag mal deinen Insta. Peyton. .r. Also 800.000 Follower. Krass. Ja. Ach so, jetzt weiß ich auch, warum die Mädels sich beschwert haben, ob du den Freund blockieren kannst. Warum? Poste ich so schlimme Sachen? Schlimm nicht. Aber? Sag die Jungs, das Liken ist klar bestimmt, oder? Die Bikini-Bilder und so. Ist klar, dass die... Das Essen hat gut geschmeckt, das Feedback war gut und das freut mich. Wahrscheinlich liegt es auch an der großen Auswahl an Käse, die wir heute zur Verfügung hatten. Und da geht natürlich auch ein dicker Kuss raus an unseren Partner heute. Denn so können wir auch weiterhin solche Videos für euch finanzieren und möglich machen. Ich würde sagen,
Wir gehen jetzt rein ins Spiel. Ich baue mal da drin um. Ich komme zu euch, denn ihr könnt hier bei diesem ganzen Date natürlich auch, wenn ihr sagt, der Gegenüberliegende ist nichts für euch, wenigstens Geld mit nach Hause nehmen. Welche willst du? Kann ich aussuchen. Soll ich aber irgendeinen nehmen? Nehmen wir einfach irgendeine. Einfach die. Darf ich umdrehen? Ja, kannst laut vorlesen. Hä? Wackeliges Kennenlernen. Wackeliges Kennenlernen, genau. Das Spiel Jenga hat unsere Kindheit bereichert. Die Hälfte der Holzklötze hat auf der Unterseite eine Aufgabe, die zu bewältigen ist. Oder eine Frage, welche ehrlich beantwortet werden soll. Hinter jeder Aufgabe oder Frage steht auch die Punktzahl, welche die Teilnehmer dann anhand von Münzen gewinnen können. Wenn nichts auf den Klötzchen steht, kann man auch nichts verdienen. Sollte der Turm umfallen, so muss der Verlierer seinem Datepartner 3 Münzen abgeben. Wer anfängt, entscheiden die Teilnehmer selbst. Ich freue mich. Ich Ladies first. Oh Gott. Müssen natürlich auch aufpassen, der Tisch, ne? Ja, umso mehr ihr den berührt. Alter, das ist aber richtig wackelig. Ja, das ist echt sehr wackelig. Oh, ich glaube, das geht nicht gut. Ah doch, Luftballon-Challenge, 2 Münzen jeder. Also, das Spiel ist eigentlich ganz einfach. Die Frage ist, ob ihr da beide antreten wollt. Und zwar könnt ihr beide jeweils 2 Münzen für euch verdienen. Der Luftballon ist ganz unten zwischen euch und muss bis an den Kopf hoch. Wie ihr das macht, ist egal, ihr dürft nur nicht eure Hände benutzen. Habt ihr da beide Bock drauf oder wollt ihr nicht antreten? Wenn einer nicht antritt, kann der andere logischerweise auch nichts verdienen. Komm. Ja, wir können probieren, ja. Also ihr klemmt den jetzt zwischen die Füße sozusagen und dann... So oder wie? Ja. Ja. Und jetzt muss der nach oben wandern irgendwie. Soll ich jetzt gar nichts machen? Du musst den nehmen, einfach nur. Genau so. Ja, ich hab ihn aber nicht, warte. Ja, jetzt hab ich ihn. Und jetzt? So, warte, jetzt überlege ich, wie wir den hochkriegen. So, warte, komm mal her. Ich hab grad selber gemerkt, so runterknien gerade, falscher Move. Aber ich hab eine Hose drunter. Warte. Und jetzt musst du aber dein Ding, dein Bauch hier hin. Ja, warte. Genau so. So, jetzt machen wir hoch. Ja, wie kriegen wir den jetzt hoch, ne? Warte mal, bleib mal so. Oha! Oha! Geld, das ist okay. So, das gilt noch, ja. Und jetzt? Vielleicht auf dem Rücken drehen. Oh, genau, das so. War gut. Warte, bleibst du botsch mal nach vorne? Nein! Ja, der zählt. Okay. Gut. So, Chuck. Oh Gott, ey. Es sieht gut aus, aber es sieht auch wackelig aus. Ihr dürft erstmal 2 Münzen jeweils in euer Sparschwein schmeißen. Die habt ihr euch natürlich verdient. Perfekt. Gebt euch eine feste 10 Sekunden Umarmung, 2 Münzen. Das ist ja easy. Wie random. 10 Sekunden, zählt's ja. Runter? 10, 9, 8. Über Umarmungen verliebt man sich übrigens. Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Bei der Hitze gebe ich euch doppelt Respekt, ihr kriegt 3 Münzen. Oh, wie nett, danke. Oh, mir ist auch so heiß und ich muss nichts machen. Perfekt, 5 Münzen jeder schon. Ist gut. Der muss schon nicht hoch. Schlecht, ja. Also wenn ihr Fofi gedreht habt, sind das schon 250 Euro, nicht schlecht. So und jetzt, Alter? Der kippt safe gleich um. Der Turm ist schon sehr wackelig, meine Damen und Herren. Oh. Aha. Was ist das schönste Körperteil des anderen? Wie viele Punkte? Eine Münze. Nur du musst das übrigens beantworten. Das ist das erste Mal keine Gruppenaufgabe. Was nehmen wir denn bei den ganzen Schönsten? Schauen wir mal. Ich würde sagen, ihre Augen aber. Das ist sogar nett, danke. Ja, ihre Augen. Perfekt, hast du eine Münze verdient. So einfach kann es gehen. Siehst du? Setz dich auf den Schoß des anderen 3 Münzen. Nee, die kann ich abgeben. Die Bilder, die will ich im Internet nicht finden. Kann ich nachvollziehen. Hättest du es gemacht, Kelvin? Ja, klar. So auf meinen Schoß setzen? Ja, sicher. Aber voll schwer für sie, ja? Ja, aber ist halt das Spiel. Kriege ich auch die 3 Münzen, wenn er sich auf meinen Schoß setzt? Nö. Dann kriege ich die. Nee, das ist ja gemein. Dann, wir können sagen, jeder kriegt dann 2 Münzen. Ja, okay, dann setz dich her. Sicher? Ja, ich wieg 100. Ne? Wie viel wiegst du? 100. Ist okay. Ach du Scheiße. Setz dich her. Sicher? Ja, setz dich drauf. Boah. Der macht sich auch noch schwer. Wie lange? Okay, nee, du während dem Spiel. Achso, das ganze Spiel? Ja, ja. Ach, das ganze Spiel. Boah, ist das am Wackeln. Ich glaube, das war's, liebe Freunde. Ich glaube, das war's. Oh, wenn du den hinkriegst.
Wie geht's dir, Peyton? Ja, das ist alles gut. Sag ruhig, ne? Ist ein bisschen heiß hier unten. Stimmt, wir haben es ja auch noch übel warm. Hey, schon wieder nichts. Schon wieder nichts. Es tut mir voll leid. Eine Minute in die Augen schauen. Ein Punkt. Dann müsst ihr beide, also ist wieder für beide das Spiel. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 0. Ich hab's nochmal spannend gemacht, am Ende habt ihr gemerkt. Ihr habt wieder beide eine Münze verdient. Das ist krass, dass der Turm immer noch steht. Wir haben 6 Münzen each. Das könnten 300 Euro sein im Maximum. Der ist gut. Das ist echt gut. Und? Ui. Steht was drauf. Kuss auf die Backe, beide 2 Münzen. Oh, die ist hart. Die mit dir der ist ja unfassbar ist harte Challenge, oder? Muss ich das machen? Das muss Peyton auch mitentscheiden. Ein Kuss ja, auf die Wange. Komm, mach. Aber 2 Münzen ist stark. Der Kuss auf die Backe war so random, weil normalerweise so, ich habe noch nie von irgendeinem random Menschen einen Kuss auf die Backe bekommen, aber ich fand es jetzt nicht schlimm fürs Spiel, so, oh Gott, wäre es auch voll unangenehm gewesen, weil er war so, ja, kann ich machen, dann zu sagen, nee, lass mal, irgendwie, deswegen, war auf jeden Fall voll okay. Ich habe noch nie so einen leeren Turm gesehen. Ist echt Wahnsinn, Alter, dass der noch steht. Der steht echt gut. Da sind die ganzen Fragen, die nicht gekommen sind. Was hast du? Nein, das hätte ich eh nicht gemacht. Spiel eine Szene nach, wie du dein Date im Club ansprechen würdest. 2 Münzen, okay. Hättest du es nicht gemacht? Ich habe noch niemanden angesprochen, deswegen... Okay, du musst jetzt 3 Münzen an ihn abgeben. Ich muss sagen, das Spiel war sehr, sehr lustig. Also ich hätte gerne noch mehr so Aufgabenfragen gehabt, aber das Spiel wäre sehr lustig. Die Entscheidung. Der rote Teppich ist ausgerollt und wir wollen wissen, ob die Kandidaten auf ein zweites Date gehen möchten oder sich für das Geld entscheiden werden. Wird das Schwein von einer Person fallen gelassen, kriegt diese ihre Silbermünzen in Euro ausgezahlt. Tun dies aber beide gleichzeitig, gehen beide leer aus. Hat Zeddo den Countdown runtergezählt und beide Teilnehmer halten ihr Sparschwein noch in der Hand. So haben sich beide für das Date entschieden. Die Angaben zum zweiten Date werden von Zeddo im goldenen Umschlag überreicht. Das Date ist vorbei. Ich hatte das Gefühl, ihr habt euch vom Ding her gut verstanden. Muss aber natürlich nicht heißen, dass ihr euch nochmal sehen wollt. Das wissen wir jetzt nicht. Es ist auch ein Kuss gefallen, übertrieben gesagt. Aber gut. Ich bin gespannt, was ihr jetzt antwortet. Ich habe hier einmal Calvins Umschlag mit Geld, Peytons Umschlag mit Geld. Und euer zweites Date, falls ihr euch für ein zweites entscheidet. Also ich bin hyper im Zwiespalt, lasst das Ding jetzt fallen oder nicht? Ne? Weil für mich ist es doch immer ein bisschen schwer. Lässt sie das nicht fallen und ich lasse das fallen, so dann die Arme so. Weißt du, wie ich meine? So denke ich dann immer. Ich werde von 5 runterzählen und bitte euch, bei der imaginären Null das Schwein fallen zu lassen. 5, 4, 3, 2, 1. Was soll ich sagen? Ist halt so, ne? Ist okay. Ich fänd's auch voll in Ordnung, wenn sie sagte, ey, ist nicht mein Typ oder so. Ja, Peyton, du bist uns eine Erklärung schuldig. Ich glaube, er ist ein richtig, richtig netter Mensch. So, freundschaftsmäßig, easy. Aber ich würde halt keinen Typen daten, der schon mal betrogen hat. Oh, da müssen wir auch nochmal drüber reden. Ich finde, es gab eigentlich nichts im Date, was hätte besser laufen können. Ich glaube, er ist einfach nur nicht mein Fall von Mann, den ich daten würde. Ja gut, wie lange ist das jetzt her? 5 Jahre? Verjährt sowas? Schwierig. Ja. Ach, alles gut. Hey, alles gut. Nee, du wärst noch auf ein zweites Date gegangen? Ich hätte, ja klar. Also ich meine, hier kann man ja gar nicht so richtig sich kennenlernen. Ja. Ich verstehe. Peyton, du hast 7 minus 3 Münzen verdient. Bedeutet 4 Münzen und... Das waren insgesamt, es können maximal 200 Euro sein, aber es können auch 20 Euro sein. Du hast die 5 Euro gedreht. Bei Calvin lösen wir natürlich auch auf. Du hast auch 5 Euro gedreht. Und es wäre ein Fuffi gewesen, den du verdient hättest. Und was euer gemeinsames Date gewesen wäre, finden wir jetzt raus. Glückwunsch, ihr bekommt ein Sushi. Ja, Kochkurs. Ja, das wäre euer Gewinn gewesen. Der wäre auf jeden Fall teurer gewesen als das hier. Aber gut, wahrscheinlich, so wie es aussieht, werdet ihr euch erstmal nicht wiedersehen. Aber, das gehört dir. Darf ich sie ihm geben als Entschuldigung? Nein, als ob ich... Spritgeld. Nein. Wenn das jetzt 500 gewesen wäre, hättest du mir die auch nicht gegeben. Doch. 100%. Ja? Ja. Echt jetzt? Nein, alles gut.
Halt. Auf jeden Fall war es das mit diesem Date. Es war super unterhaltsam, liebe Freunde. Danke an euch beide. Schaut unbedingt bei beiden vorbei. Bei Calvin natürlich auch auf Spotify. Er hat ja ein bisschen was von seiner Musik uns zeigen können. Bei Peyton hauptsächlich Instagram, TikTok. Checkt das Ganze gerne ab und abonniert gerne diesen Kanal. Aktiviert die Glocke, wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt. Denn wir geben uns Mühe, hier jeden Sonntag für euch ein Video hochzuladen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao. Sag mir, ob du schläfst oder ist es schon zu spät, ja. Pack mir ein Uber und ich mach mich auf den Weg, ja. Kenn uns erst eine Woche, perfekt Match aus meiner Gegend. Kasperstraße 4 hat mich schon so an dich gewöhnt. Sag mir, ob du schläfst oder ist es schon zu spät, ja. Pack mir ein Uber und ich mach mich auf den Weg, ja.